Und damit herzlich willkommen, euer Kamikaze-Fahrer wieder am Start. Und zwar, wir haben ein mittelgroßes Problem, deswegen sind wir auch tatsächlich hier an der Halle. Ich nehme mal Schlüssel raus vom Skoda. Wir gehen zum BMW, denn wir haben ein Problem mit dem linken Rücklicht. Und zwar, was für ein Problem, das gucken wir uns gleich mal an. Da gehen wir mal raus und gucken mal. Ich habe auch hier noch schön was Neues mitgebracht. Geil, meine neue Ratsche. Möchte ich ausprobieren. Ich habe mich sehr drauf gefreut. Also auf die Ratsche ausprobieren, aber nicht auf dieses Problem, was wir jetzt haben. Also wir gucken mal zum BMW. Hier ist die besagte Ratsche. Dann haben wir noch was zum Messen mitgenommen, auch wenn das fast nichts mehr ansagt. Jetzt gehen wir erstmal Batterie wieder. Also das Auto mit Strom versorgen. Oh, Spinnennetz I. Ah, ist nämlich immer schön abgeklemmt. So, das reicht jetzt erstmal. Muss ja nicht mal fest sein. So, und dann können wir gleich mal gucken. Das Licht geht nämlich an. Und das hier nicht. Gehen wir mal hier rein. Und nochmal Standlicht an. Standlicht ist an und jetzt sagt er Licht an. Wenn wir die Tür zumachen, dann sagt er auch schon Rücklicht links defekt. Denn wie ihr sehen könnt, die hier funktioniert und die hier funktioniert nicht. Und natürlich bin ich ja schon auf die Idee gekommen, eine neue Lampe einzubauen. Aber in dem Fall hatte ich sogar mehrere, so auch Ersatzlampen. Die sehen noch nicht mehr so gut aus, wie ihr da vielleicht sehen könnt. Mit denen habe ich es auch schon probiert, ohne Erfolg. Also ich habe zwei gebrauchte Lampen eingebaut, ohne Erfolg, und eine nagelneue. Die ist auch jetzt drinnen, aber wie ihr sehen könnt, leuchtet nicht. Also müssen wir gucken, warum leuchtet das Ganze nicht. So, jetzt hatte ich fast was Falsches gesagt. Also wir machen mal hier Seitenverkleidung weg, machen, ich würde sagen, das Licht raus, können uns das auf die Seite legen und können es hier nochmal anschließen. Hier mal dran gehen. So, und runter ist es schon. Einmal den Stecker noch runter, Stecker ist runter, und dann können wir sie einmal rausnehmen. Jawohl. Perfekt. Und da ist er schon. Vielleicht haben wir da auch schon irgendwo das Problem festgestellt, aber sieht jetzt nicht danach aus. Doch, hier. Ich weiß nicht, ob ihr das hier oben so verkuckelt seht. Mal gucken. Jetzt weiß ich nicht, wie ich euch das am besten zeigen kann, weil das Ding ist jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr alt. Na, wo ist es dann hier? Und es funktioniert schon nicht mehr richtig. Also ich habe jetzt eingestellt, dass wir hier auf 20 Volt gehen. Und dann schauen wir einmal, wenn ich das nämlich hier dran halte. Und das andere auch weiter unten dran halte, dann müsste nämlich hier drüben. Komm, ich stelle es hier auf. Und dann kann ich euch vielleicht auch mit dazu stellen irgendwie. Und dann seht ihr das vielleicht, dass da eine kleine Zahl entspringt. Naja, gut. Bin ich auch wirklich. So, also wir gehen hier drauf und wir gehen hier drauf. Gerade hatte ich noch was. Na, ihr seht es wahrscheinlich. Doch, ihr seht's. Ja. Also ich bin einmal hier drauf gegangen. Vielleicht geht es ja so. Und so, wenn ich jetzt hier drauf gehe, sobald ich hier drauf gehe, haben wir hier ganz schwach die 1 stehen. Das heißt, ich sehe auf alle Fälle, dass wir hier Volt drauf haben, weil Licht habe ich angemacht, damit ich es nachmessen kann. Also, festgestellt,
Es liegt in dem Fall nicht an den, oder es, ja, nicht an den Glühbirnen, das stimmt. Wobei Glühbirne, ne, ist ja kein Obst, ist eine Glühlampe. Sondern tatsächlich hier an dem Sockel, weil er hier so verkokelt ist. Wie ihr das seht. Also das ist hier so stark verkokelt, dass ich wohl ein neues Rücklicht brauche. Und das ist natürlich beschissen, weil... Kacke. Vielleicht kriege ich das auch noch hin, anders hin. Falls jemand von euch eine Idee hatte, wie ich das vielleicht auch anders lösen kann. Moment, ich mache mal schnell hier Licht erstmal aus, weil sonst nicht, dass wir hier 10 Minuten rumspielen. Und dann ist irgendwann vielleicht doch die Batterie leer. Ja, Licht vergessen, ich weiß, danke. Falls jemand von euch eine Idee hat, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein, wie man das vielleicht lösen kann, ob man diesen Lampenträger denn vielleicht noch retten kann, weil mir geht es wirklich darum, dass man vielleicht auch solche Sachen retten kann, weil auch wenn es vielleicht dann nicht ganz so schön aussieht, sehen tut es ja eh keiner und man muss ja nicht immer was Neues kaufen. A, muss man sich das leisten können, wollen und die Frage ist, macht man das wirklich oder kann man das nicht einfach retten? Apropos hier retten, würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr den Abo-Knopf drückt und ein Like da lasst auf dem Video, wenn euch das gefällt. Denn in den nächsten Tagen, kann ich jetzt schon mal ankündigen, bin ich dann auch auf dem Reisbrennen. Ganz wichtig, das könnte vielleicht den einen oder anderen interessieren. Auf dem Reisbrennen werde ich natürlich Vlogs drehen. Die werde ich schauen, dass ich die tagesgleich hochlade oder dass ich die dann hochlade. Ich bin also da von Donnerstag bis von Donnerstag bis Sonntag bin ich da. Ich habe das große Ticket, habe ich. Und freue mich natürlich riesig drauf, vielleicht den einen oder anderen zu sehen oder das Auto von dem einen oder anderen. Und schreibt es auch gerne mal rein, wer von euch mit dabei ist. Denn die Leute, die mir auf Instagram folgen, die werden sehen, wo ich bin an diesem Tag. Und ich werde natürlich im Vlog-Style werde ich filmen. Wahrscheinlich werde ich das dann am Abend schneiden, hochladen, dass es für den nächsten Tag dann hochgeladen ist. Oder vielleicht für denselben Tag noch abends. Na, mal gucken, wie viel Zeit es ist am Abend, wenn man vielleicht tot ins Bett fällt. Also... ich habe auch schon ein paar Ideen für Videos, also wir gucken mal hier jetzt gleich weiter und ihr schreibt mal unten in die Kommentare, ob man das retten kann. Ja, was soll ich groß dazu sagen, ne? Wie ihr seht, es leuchtet. Beide Seiten. Wie ihr seht, habe ich hier einen Schraubendreher. Denn nicht ohne Grund habe ich hier den Schraubendreher, denn aus dem einfachen Grund, ich habe jetzt nochmal diesen... ich zeige euch das am besten mal. Ich habe hier einfach das nochmal nachgearbeitet. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das hier drauf sehen könnt. Moment. So, ob ihr das hier drauf sehen könnt. Ich habe hier nochmal diesen Pol, habe ich hier nochmal nachgearbeitet. Der ist jetzt richtig schön sauber. Und ich habe hier noch ein bisschen nachgebogen. Dass man das, dass der auch richtig schön, sieht ja ein bisschen, dass er ein bisschen krumm geworden ist. Und damit hält er jetzt zumindest hier drinnen, so dass ich, wenn ich das hier drauf mache, wenn ich das auch richtig mache, meine Fresse. Bin ich jetzt blöd oder blöd? So, seht ihr direkt, dass es durchleuchtet. Ist aktiv. Apropos, was sagt ihr eigentlich zu meiner neuen Ratsche? Finde ich mega geil, habe ich mir geholt. Ne? Schön mit Licht, Akkuanzeige, mit Zusatzakku und ganzen Nüssen, fand ich mal für mich eine Investition, die sich lohnt, braucht man doch vielleicht mal öfters Unterbodenpappe oder ähnliches. Erstes Mal benutzen, geil. Packen wir wieder ein. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das zumindest vorübergehend, man muss ja sagen, vorübergehend so leicht machen können. Und mal gucken, wie lange das hält. Ich kann euch ja dann mal Update-Videos geben. Oder zumindest die Leute auf Instagram, die werden auf alle Fälle Updates sehen in der Story. Wer noch nicht folgt, kann das hier jetzt machen. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinem Instagram. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Also, ich sag danke fürs Zugucken. Ich habe ein bisschen rumgespielt. Wie gesagt, ein bisschen rumgebogen. Habe es mal korrigiert. Und dementsprechend funktioniert es jetzt vorübergehend. Mal gucken, wie lange. Aber in Bezug auf die Rückleuchte mit dem verkohlten oder verbrannten, das ist eigentlich verbrannt ist es ja schon, da könnt ihr gleich mal unten reinschreiben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wie man das am besten retten kann. Also, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal, haut rein und viel Spaß noch.